Willkommen zurück, Leute. Es ist wunderschönes Wetter. Wir befinden uns hier mitten auf der Donauinsel und dachten uns, wir filmen heute einen Parcours-Vlog der etwas anderen Art. Und zwar haben wir zurzeit ziemlich viel zu tun, da wir einige Parcours-Jobs abackern müssen. Und deshalb dachten wir uns, wir nehmen euch mal mit und geben euch einen kleinen Einblick, wie sowas eigentlich abläuft. Einen Sneak Peek in unser Job-Life. Und zwar filmen wir heute was für Insta360 und für eine Werbeagentur aus Paris. Wir haben diesen Pulli hier zugeschickt bekommen. Sieht schmuck aus, oder? Und mit dem werden wir heute zwei Reels filmen. Wir haben uns schon die entsprechende Location rausgesucht. Seht euch das bitte mal an, ein architektonisches Meisterwerk. Und zwar kann man sich hier über die Mauer direkt in den Slide ballern. Ich glaube, mit der 360-Cam können wir hier auch was Schönes zaubern. Ja. Das Besondere an dieser Kamera ist, dass sie 360 Grad filmt. Man kommt damit auch wirklich in die kleinste Ritze rein. Damit kann man auf jeden Fall kreativ werden. Direkt jetzt mal rein in die Action, genug gequatscht. Up. Ihr werdet es mir nicht glauben, Leute, aber dieser Hoodie wiegt echt ungefähr 1 Kilo. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Ist ballen recht. Alles gleich. Geht. Ja. Zack. Wichtig bei dem Shot ist, dass ich schön von hinten filme, dass man das Logo gut sieht. Das soll passen jetzt. Ich glaube, ich habe ihn schön mittig drauf. Ich glaube, wir versuchen das jetzt mit der 360-Kamera. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich denke, das erste Reel ist abgearbeitet. Seht euch das an, die ganze Gang ist am Start. Das ist ein Job, den man mit seinem Freund machen kann. Richtig geil. Direkt rein in die Action, Leute. Matthias, wie sieht der für dich aus? Chillig, oder? Nein, gar nicht chillig. Das Slide ist echt ekelhaft am Anfang. Und jetzt hau dich nach vorne. Ja. Ein klassischer Sprung, der 10-mal ärger aussieht, als eigentlich ist. Und das wird uns der Matt jetzt hier beweisen. Ich mach nochmal die Zitze. Alter, sowas von locker. Bedo, komm, gleich nach. Ja. Richtig easy für dich. Yes! Alter! Wie war das, Bro? Bisschen lustig, sagt er. Rein ins Maul mit euch. Danke. Danke. Wir machen jetzt hier eine kleine Reihe, alle hintereinander. Shotgun, dass ich der Erste bin. Falls einer von denen verkackt, bin ich safe. Shotgun letzter, weil dann segel ich drauf, aber mir selbst geht's gut. Die Synchron-Action ist auch abgehakt. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich alle aufgewärmt. Nächste Spotte. Nächste Spotte. Nächste Spotte. Nächste Spotte. Das ist ja der nächste Spot. Ein kleiner Abgang neben einem Spielplatz. Reichlicher Mauern, also das kann ja nur lustig werden. Fedo ballert sich hier gleich in diese Combo. Yes. Oh, die war ein bisschen heftig, die Landung. Härterer Impact, als ich gedacht habe. Was all right? Next on the Yorkie. I understand German. You didn't say that. Yes. Oh, so gut. Oh. Yaki hat einen ekelhaften Plan, und zwar von dieser Mauer abspringen. Zack. Und da einen Hördel drüber. Das ist massiver Impact. Locker 4 Meter Wand und davor noch ein fetter Running Tree. Sehr ekelhaft. War einfach das? Yeah. War das eine geile Airtime? Das war nur ein kurzer Stopp, wir schauen gleich weiter zum nächsten Ding. Da haben wir eine Plyo-Kombo geplant, die perfekt für den Videoshoot passt. Ich denke, das wird ein geiler Shot. Gleich in der. Oje, das wird abgehustelt. Da wird drauf gekackt. Bei der Sonne in den Hoodie rein, das ist schon eine Überwindung. Es ist so heiß gerade. Da sind wir. Zwar ist der Plan jetzt hier: Pre und dann ein Front. Die Stabilen wissen, dass das schon mal in einem Vlog war. Da kommen Erinnerungen hoch. Das Ganze ist ziemlich beinlastig und es ist auch unglaublich heiß gerade. Und ich habe echt gar keinen Bock, in diesen schwarzen Hoodie reinzuschlüpfen, aber es hilft nichts. Mal den Brezi zum Anfangen. Ja.
front? Yeah. Yeah, it's easy. Wow. I will go first here. Den hat er sicher. Yes! Geil, abgehakt, ist doch noch drinnen gewesen. Ich denke, daraus kann man ein cooles Reel schneiden. Und für uns geht es jetzt noch weiter zum nächsten Spot. So Leute, wir haben jetzt den Spot gewechselt, sind hier gerade in St. Marks, am berühmt-berüchtigten Parkdeck. Hier gab es schon einige Challenges. Und zwar dachten wir uns jetzt, dass wir hier eine kleine Combo machen und hier rüber aufs Parkdeck und dann hier noch runter descenden. Das kommt sicher ganz cool für diese Werbeschutz, vor allem mit dem geilen Hintergrund hier. Genau die Architektur, die wir jetzt wollen für diese Reels. Also nicht lang schnacken, direkt rein in die Action. Felix ist auch da. Ich bin Kameramann heute. Wir machen hier jetzt mal einen kleinen Prep für diesen Descent. Und zwar wollen wir von hier oben dann außen runter descenden. Und deshalb preppen wir das Ganze jetzt mal hier, ein Level niedriger. Ich glaube, ich hau mich da gleich mal rein. Yes, schön safe. Yes. Das ist mal ein geiles Ding. Jetzt nochmal. Und jetzt gescheit. Ja, ich würde gerne die, das Gesicht von der Polizei sehen. Sau geil. Der war gut jetzt, oder? Der war clean. Die Combo ist abgefilmt und wir gehen jetzt direkt rein und zwar in die 360-Aufnahme. Das wird interessant. Ich bin hier schon mit der 360-Cam bewaffnet und werde das Ganze jetzt mal beim Fedor filmen. Dann geht er hier runter. Der Prep sah solid aus. Wir machen jetzt die gleiche Kombo nochmal, nur dass wir parallel gleichzeitig springen. Das Ganze mit der 360-Kamera gefilmt, ich glaube, das schaut richtig geil aus. Ist halt ein bisschen ekelhaft für uns einfach, weil das parallel zu machen ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wir haben das gerade alles gepreppt, das haut hin. In dem Sinne, rein da. War das geil, wir haben uns gerade den Handyclip angesehen, sieht nicht schlecht aus. Danke, Bro. Danke, Stan. Den haben wir weggehämmert. Weggeballert. Shot Nummer 3 oder Nummer 4 ist im Kasten. Wir haben jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ein ganzes Reel zusammen. Wir spielen euch jetzt mal ein, was wir bis heute schon gefilmt haben. Komm. Leute, das war's für heute. Bei uns ist die Luft wirklich komplett draußen. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Geiles Training. Ich denke, wir haben coole Clips sammeln können. Falls ihr jetzt auch Bock auf eine Insta360 bekommen habt, könnt ihr den Link in der Videobeschreibung gerne verwenden. In dem Sinne, abonnieren, liken, kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Video.